Autistische Kinder werden oft ausgegrenzt. Früher hat man unterschieden zwischen einem frühkindlichen Autismus und dem sogenannten Asperger-Syndrom und hat auch gedacht, dass man das wirklich so richtig untereinander unterscheiden kann. Heute wissen wir aber, dass es wirklich ein Spektrum ist. Ein Spektrum, es gibt milde Formen vom Autismus, wo die Menschen eben die Kernsymptome als Schwierigkeiten haben, aber in der Regel problemlos eigenständig leben können, auch einem Beruf nachgehen können. Am anderen Ende des Spektrums gibt es eben schwer betroffene Menschen mit dem Autismus, die sich vielleicht gar nicht gesprochener Sprache bedienen können, die Unterstützung brauchen insofern, dass sie eben nicht alleine leben können und im Alltag angeleitet werden müssen. Ein Anzeichen könnte zum Beispiel sein, dass das Kind Schwierigkeiten hat, sich auf andere Kinder einzustellen, dass es da immer wieder zu Missverständnissen kommt, dass das Kind eben von anderen ausgeschlossen wird, dass es nicht so reagiert, wie man das gewohnt ist von einer normalen Interaktion und dass das Kind Schwierigkeiten hat, sich auf Veränderungen einzustellen. Diagnostizieren können wir es im Moment tatsächlich nur über eine ausführliche Untersuchung des Patienten. Was damit gemeint ist, dass wir eben Gespräch mit dem Patienten selber führen, hinsichtlich seiner Kindheit, hinsichtlich aktueller Probleme, optimalerweise auch mit einer Person sprechen, die diesen Menschen gut kennt, ne, dass wir auch so eine Fremdanamnese quasi erheben können, genau, und den Patienten eben auch im Kontakt erleben. Was halt leider nicht aktuell verfügbar ist, ist, dass wir bestimmte Untersuchungen machen, wie eine Blutuntersuchung oder ein Bild vom Gehirn. Da können wir eben nicht erkennen, ob ein Autismus vorliegt oder nicht.